Ja, herzlich willkommen zurück hier im Let's Play Gray. Und zwar muss ich jetzt, bevor wir anfangen, wieder mit der typischen Action fortzufahren, ein kleines Geständnis machen. Ich habe offscreen hier unten einfach mal die Räumlichkeiten gemeistert, woran ich letztens scheiterte. Ich war so fleißig und vertieft da dran, um mir genau das hier zu besorgen. Ja, ihr seht richtig, eine Bohrmaschine. Ich habe das Ganze also nochmal nachgespielt und mir die Bohrmaschine geholt, denn die brauchen wir definitiv im Verlauf des Spiels. Und wir schauen einmal da unten. Wir haben 72 Schuss auf Lager. So viel hatten wir noch nie. Die Tür geht immer noch nicht auf. Das geht immer noch nicht kaputt. Und angesichts unserer aktuellen Lebenslage da unten wo wollen wir hin? Was war das Ziel? Das ist eine gute Frage. Naja, wir schauen jetzt erstmal unten auf unsere Lebensleiste da unten links. Das ist nämlich genau das Problem. Naja. Wir haben nicht mehr ganz so viel übrig, aber wir haben das hier. Das habe ich da drinnen gefunden. Wenn ich dann dieses First Aid Kit nutzen möchte, kriege ich wieder Leben. Nur ich glaube, jetzt ist noch nicht der Zeitpunkt dafür, weil wir haben gespeichert, wir haben genug Munition. Und wir haben ein Rohr. Und was mir auffiel, ist, dass hier eine außergewöhnlich hohe dunkle Schwarzdings da ist. Obwohl da vorher nichts war. Das heißt, der Raum wurde aufgebrochen von irgendwas und irgendwem. Und das ist nicht so schön. Jede Tür bereitet mir Bauchschmerzen. Aber das da oben sieht nach Freiheit aus. Was? Alter, wo kommt das denn her? Sorry. Ich will... Wow. Hier raus. Meine kleine Anita. Ja, Anita spielt hier eine Rolle. Bloß ich würde gerne wissen, wer diese Anita ist. Oder auch nicht. Fick dich. Ist soweit alles ruhig? Alter! Dummes Rindvieh! Was? Moment. Kurz gespeichert. Ja, jedes Mal schmiert das Spiel hier ab. Ich hasse es. So, jetzt geht's weiter. Wir haben zwei süße Babys. Die ja herrlich mit einem Messer spielen.
was. Ein Klosett. Warum ist das gelb? Also warum sieht das so komisch aus? Warum steht hier auf dem Klo Hilfe? Es kam wohl nix. Hier ist erstmal nix weiter. Du kannst mir nichts erzählen. Yes! Ein Akku. Home. Okay. Das ist wahrscheinlich ein Ausschnitt aus unserem Zuhause. Aber das Bild dort, das kennen wir. Das haben wir schon mal gesehen. Enge Gänge. Eine gebrochene Wand. Na, gucken wir mal, ob sich da was machen lässt. Weil wir haben ja im Laufe dieses Let's Plays immer wieder feststellen dürfen. Ach du Scheiße. Dass es hier immer wieder schöne Ostereier gibt. Na, ist ja prima. So wie es aussieht, haben wir jetzt drei Gänge, aber okay, da hängt irgendwas und da kommen wir nicht mehr lang. Na, ich gehe erstmal hier rum. Hier ist soweit, das ist bloß ein Kasten. In Gottes Namen. Alter. Ich speichere hier mal kurz. Weil das ist mir sonst zu unsicher. So, und wir haben hier Platten. Die haben eine Zahl drauf, die bleibt. Und die haben eine Zahl drauf, die schwindet. Ich versuche mal auf den zu bleiben. 7, 3, 9. 6, 0, 2, 8, 7, 2. Ey, geh mal weg jetzt. Zack. Krabbelspasti, ey. Die Viecher, die bestrafen einen, wenn man zu lange an einem Flat bleibt. Das finde ich total nervig. Okay. Irgendwas erwartet uns da hinten. Aber ich will ehrlich gesagt gar nicht wissen, was? Hallo? Ja, okay, ich muss zugeben, mein Hausflur sieht ein bisschen komisch aus. Aber deswegen ist es doch hier ganz wohnlich. Nanu? Gucken wir mal hier. Okay, da geht's raus. Und die Tür ist zu. Ich meine, hier ist ja erstmal nichts weiter. Los! Blödes Rindvieh. Alter, spring andauernd in irgendwelche Ecken.
Okay, wir haben hier einen Arm gefunden. Ah, ich will hier raus. Na, ist ja famos. Das ist ja prima. Ui, ui, ui. Au. Na, guten Tag. Sind Sie öfters hier? Und da machen wir das Ganze halt nochmal. Naja, was soll's. Wir können's halt. Nur wegen diesem blöden Scheißbaby am Anfang, was jetzt da einfach mal so ins Gesicht springen wollte. Warum? Weil jetzt das kann oder so. Okay, 7, 3, 9, 6, 0, 2, 8, 7, 2. Tschakka! Fick dich. Scheißi. So, jetzt wissen wir ja gleich, wo es lang geht. Und wo wir entlang müssen. So, jetzt passt mal auf. Los, komm! Blödes Windvieh. Ja, wie auch könnte eine Schrotflinte etwas bringen. Ich, nö. Sehe ich gar nicht ein. Demnächst nehme ich einen Bohrer. Mal gucken, was jetzt am effektivsten wird. Wir haben jetzt eine ganze breite Auswahl an Waffen. Und ich bin ja auch richtig stolz, den Bohrer mitgenommen zu haben. Aber 7, 3, 9, 6, 0, 2, 8, 7, 2 und Tschakka. So, jetzt haben wir den Bohrer. Yes! Ja, sieht doch schon mal besser aus. So, jetzt hat die olle Schabracke nämlich ihren Arm. Oh, die Gesichter, ne? Jetzt gucken wir hier lang. Speichern. Alter! Hey, ich will hier gar nicht sein. Wollten die wahrscheinlich auch nicht. Ich gehe einfach mal darüber. Wahrscheinlich hier lang. Alter, merkt euch eins. Optionen. Video. Helligkeitsstufe anpassen. So, sieht man nämlich ein bisschen mehr hier. Na komm her! Rennt weh. War nicht so gemeint, war nicht so gemeint, war nicht so gemeint. Alter, das nächste, was uns angreift, bringt uns um. Blödes Rindvieh. Der hat mich kurz abgeschlabbert. Hallo. Komm zurück. Ich will mit dir spielen. Nerventerror.
Das ist, naja, halt nochmal. Ist ja nix bei. Ha. Buh. So. Man kann ja im Gegensatz zu Half-Life hier auch nicht rennen. Ey, wieso sollte man das auch können? Blöde Töle. Rindvieh. So, ich lege hier mal kurz einen Zwischenspeicherstopp ein. Something is blocking the door from the other side. I must get in somehow. Oh ja. Hey, was ist denn das? Sieht aus wie das Herz. Nö, ne Keule! Ich mag meine Keule. Ich mag meine Keule. Mit dem Ding kann man effektiv zuschlagen. Das gefällt mir. Ja, ein Fuß. Ich weiß zwar nicht, was das ist, aber es könnte uns helfen. Na gut. Ich frag mich sowieso, wieso wir da Alten hier ihre Körperteile. Ist ja toll. Schönes Klassenzimmer. Yes. Ja. Hallo? Oh. Es war kein Unfall. Glaube ich nicht. Yes. Load Game. Ach nö, ich hätte schneller speichern müssen. Kacke. Jetzt muss ich ja wieder da Bein aufsammeln. Keine Lust. Vielleicht setzen wir gerade Anita zusammen, wer weiß. Die Dame war meiner Information nach, die ich in dem komischen Fahrstuhl-Sequenz-Dings da. Was ist das? Ach, für unsere Schrot. Ja, das ist ja gnädig. Ja, ansonsten gibt es ja nichts, ne? Ich habe auch keine Lust, jetzt draußen noch irgendwas abzusuchen. Weil die Hundeviecher waren auch überall. So, und gespeichert. Ja, da klebt nämlich was an der Wand. Jetzt klebt da nichts mehr. Dann fehlen uns gleich aus irgendeinem Grund hier alle Tische, die werden geklaut, das sind nämlich diebische Elstern.
Ich habe da irgendwo einen Schacht gesehen. Ich bin doch nicht doof. Doch bin ich. Ein Kopf. Na, Mäuschen? Du bist öfters hier? Oh, oh. So, Spiel gespeichert. Alter, was?